Hi, wir sind Durstlöscher. Und wir sind bei Backspin TV. Es freut mich, dass wir einen Termin hinbekommen haben. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon das erste Mal so bei so einem Konzert von Jay Love drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Und da war deine erste Frage, was ist das überhaupt ein Thema für euch? Ja. Warum? Ja, weil Hip-Hop und die Sachen, die wir machen jetzt, Elektropop. Also ich weiß nur, dass meine Fans, meine Hip-Hop-Fans das eigentlich nicht so gut finden. Und Savas-Fans auch nicht und Jan Delay-Fans auch nicht. Obwohl, die sind auch nicht so ganz Hip-Hop, aber trotzdem. Die haten das ganz schön, aber... Finde ich gut, können wir gerne machen. Deswegen sind wir ja hier, aber was ist das, du sagst, die mögen das nicht, was für ein Feedback ist da gekommen? Ja, also sagen wir so, wenn ich auf Facebook, bei mir jetzt auf Mailbeats was poste, mit Durstlöscher, was ich jetzt auch nicht mehr so oft mache, finden die das alle gar nicht so toll. Also ein paar schon, die sind dann ganz süß, aber die meisten so, ein bisschen Dreck, scheiße, nee Melanie, bitte nicht, sowas. Und wenn Savas postet, auch so, warum macht der Savas, du hast voll den schlechten Geschmack. Dann weisen ihn auch schon mal Leute darauf hin, so ey, das ist Mel Beats, natürlich supportet er die. Und bei Jan Delay war es ganz schlimm. Das waren die schlimmsten Hater aus seiner Seite, sagen wir. Was haben die denn gesagt? Ey, die waren so gemein, Alter. Es geht mir am Arsch vorbei, was die gesagt haben, weil es ist für mich einfach, engstirnig, intolerant und für mich, also wenn das die großen Musikkritiker sind, be my guest, mach es besser, aber ich kriege, wenn ich anfange, mich darüber aufzuregen, haben wir vorhin schon gesprochen, über den ganzen Schmuh, der bei Facebook geschrieben wird. Es gibt sehr viel positive Sachen, die ich echt feiere, so, aber es gibt einige Sachen, die blende ich einfach aus. Wenn ich anfange, mich darüber aufzuregen, dann ist Polen offen, ich sag's, wie es ist. Ja, deshalb, mir geht das echt am liebsten. Es ist dann ja eigentlich nur sehr, sehr bedauerlich, weil eigentlich ist doch dieses Element zwischen Hip-Hop und den Typen, die Hip-Hop hören und dann abends auf Elektro feiern gehen und dann auch der Sound, den dir, ja, und dann ein bisschen in die Richtung, du korrigierst mich gleich. Zeit hat, sich da hinzusetzen und irgendwie seinen verbalen Durchfall da irgendwie aufzuschreiben, dann hat er eindeutig zu viel Zeit in seinem Leben. So, ich gehe lieber chill draußen mit meinen Freunden, genieße meine Zeit und es ist mir, glaube ich, lieber. Meine Fans sind toleranter. Ja, ihre sind auf super. Jeden Fall. Es ist ja dann schon. Meine sind auch super. Nein, die sind toll. Super, alle Fans sind toll, das Thema haben wir geklärt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, den Weg ist eigentlich, der ist gar nicht so weit und dass man da auch gar nicht so viele Probleme mit haben und Berührungsängste mit haben dürfte. Ja, erzähl denen das mal, erstens. Aber ich glaube schon, die Leute, die jetzt zum Beispiel meine Musik, also mit Savas mögen, ich bin ja auch ein Hip-Hop-Nazi, sage ich ja immer wieder, stimmt auch. Und das sind genauso Hip-Hop-Nazis und ich nehme es denen auch überhaupt nicht übel, gar nicht. Also ich hätte vor 5 Jahren, hätte ich mir auch den Kopf abgerissen, auf jeden Fall. Aber irgendwie, das ist eine Weiterentwicklung und auch ein krasses Spaß. Stichwort Weiterentwicklung. Spaßprojekt und ja. Ein bisschen Spaß am Leben haben, ne? Sich auch nicht so für voll nehmen. Wir machen dieses Projekt, weil es uns einfach Spaß gebracht hat. Und eigentlich wollten wir was ganz anderes machen, wollten wir was Englischsprachiges, Englischsprachiges machen und haben uns dann für das Deutsche entschieden, weil die Resonanz darauf einfach echt super war und teilweise auch von sehr talentierten, krediblen Hip-Hopern, die auch echt nicht blöd sind und wissen, wie man Geld macht, immer noch mit Rap-Musik. Und wenn die schon sagen, ey Mädels, finden wir geil, macht mal, dann fühle ich mich gebauchpinselt. Ist einfach so. Und deshalb zurecht. Ziehen wir das Ding jetzt durch. Ganz ehrlich, so Feedback so von draußen haben wir noch nicht so viel, weil es ja jetzt auch gerade anfängt, aber also jeden, den ich kenne und den es vorgespielt habe, findet das geil. Und nicht nur, weil sie mich mögen oder Alex. Weil es wirklich, weil es Spaß macht. Und man merkt auch, wir haben jetzt haben kein Konzept irgendwie verfolgt oder so. Es ist echt aus Alkohollaune und Musikgeilheit entstanden. So seid ihr dann auch auf den Namen Firebeaster gekommen wahrscheinlich, oder? Ja, sozusagen. Ja. Ich bin kein Bayern-Fan, aber Van Gaal ist ein süßer Typ. Jetzt, wenn man an so ein Projekt rangeht und vor allen Dingen, wenn ihr euch beide findet, könnt ihr den Leuten da draußen, weil wenn man auf die Vita von außen erstmal sich mal guckt, ist die Verbindung zwischen euch beiden vielleicht nicht ganz so eng, wie sich auch der Hater oder der Otto Normalverbraucher sich vorstellen könnte. Könnt ihr erklären, wie ihr euch dann am Ende zu diesem Projekt zusammengefunden habt? Ja, aber so eigentlich gibt's einen Schnittpunkt, dass wir beide ziemlich erfolgreich musikalisch sind und das auch lange schon machen. Und ist ja egal, was für Musik du machst, wenn als Mensch oder als Musiker dich triffst, dann ist man ja eh gleich. Man säuft gleich mal ein, man ist genauso bescheuert. All die Sachen, also ich meine, privat sind wir fast gleich. Außer
halt musikalisch davor, House Music, Hip-Hop ist jetzt echt nicht so nah beieinander, nee. Aber es ist Musik. Aber ihr habt eine private Vergangenheit, also ihr habt eine persönliche Verbindung irgendwann gefunden. Wo habt ihr euch getroffen? Wie seid ihr zueinander gekommen? Ja, durch eine Freundin, Evelyn, eine gemeinsame. Und da war ich, achso, das war zu meinem Album-Release, Rapper's Delight. Da habe ich ja hier gemischt mit Dynamite und habe hier auch 2 Monate gewohnt und habe dann die ganzen... Der das auch gut findet, was wir machen. Wir lieben dich, Dynamite. Hip-Hopper hier kennengelernt. Arsch kriegen, tut mir leid, am Rande. Ich habe bei Illo und Sammy gewohnt und da ist es dann nicht ausgeblieben, dass ich die Alte hier auch kennengelernt habe. Wir sind nun mal in Hip-Hop-Medien, Hip-Hop-TV, deswegen müssen wir auch ein bisschen den Bogen dahin spannen und dann ist natürlich bei dir als erstes mal... Genau. Kaffeepause? Nee, gar nicht, gar nicht unbedingt. Ich will Brücken in beide Richtungen. Trink deinen Kaffee erstmal, wir fangen hier erstmal ein bisschen an. Aber so ein bisschen Geschichte erzählen. Wer sich mit dir beschäftigt, der weiß, was du machst, aber wer sich nicht mit dir beschäftigt und dann den Namen mal liest und dann nicht liest, der fragt sich ja, was hat sie denn so die letzte Zeit überhaupt gemacht? Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was so in den letzten Zeit bei dir so alles passiert ist und was du gemacht hast? Jetzt Hip-Hop-technisch? Ja, generell. Ja, also generell. ich würde sagen, das letzte war... Macht sie sich hier voll über mich lustig. Ja, sorry. Ja, weiter geht's. Diese Vorlage, ja, ich muss nutzen. Scheiße, okay, rein in die Frage. Ja, das Letzte, was ich jetzt offiziell gemacht habe, war für Savage, für Aura 2 Songs. Dann kam Essa zum Beispiel. Sie hat Dann kam Essa auch gesungen. Spektakulär. Also hier kriegen wir den Bogen auch schon wieder zu. Ja, ich bin begeistert. Ja. Da kommt die Brücke. Und sie ist ja auch mit Sammy oft auf Tour gewesen und so. Also die hat ja auch... Nimm mir nicht die Sachen vorweg, das wollte ich halt leider fragen. Ja, okay. Ich bin bei dir. Weitermachen. Weiter. Auf der Aura und... ja, eher weniger, weil ich mich in den letzten 2 Jahren in Hamburg ins Studio mit ihr eingeschlossen habe. Und das war erstmal das, was ich gemacht habe. Und da kamen jetzt auch nicht so viele Sachen rein. Savage hat der, ist ja immer so, ne, hat immer kleine Päuschen und so. eher weniger, aber trotzdem habe ich Beats gemacht, also en masse, immer noch. Päuschen stimmt ja nicht ganz, er ist ja jetzt schon wieder beim nächsten Projekt. Also er ist schon fleißig unterwegs. Ja, klar, aber zwischen den einzelnen Alben ist er nicht so ein DMX-Raushauer. Ne? Ist denn so eine Pause von Hip-Hop oder so sich ins Studio in Hamburg einschließen, auch so eine mal rauskommen aus diesem Trott und vielleicht ein bisschen gelangweilt sein von dem, was da vorher gewesen ist? Gelangweilt nicht, aber so ein bisschen eingeschränkt habe ich mich gefühlt und ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung. Ist nicht so, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe oder so, aber es ist so wie Wochenende, mal Party machen von der ganzen Arbeit, von dem ganzen ernsten Scheiß. Ja. 2 Jahre Party und das auch noch in Hamburg als Berlinerin. So sieht's aus. Ich bin echt. Illo hat mich damals schon zum offiziellen Kizianer geschlagen. Und wir wohnen ja direkt, also Studio ist direkt auf der Reeperbahn. Musst einfach schräg gegenüber Nightclub. Da. Direkt gegenüber vom Nightclub, also? Ja, sozusagen. Ich will jetzt nicht ungefähr zu genau. Du weißt jetzt, wo die Leute genau dann alle stehen werden vor der Tür. Ja. Vielen Dank auch. Nee, ist ja nur ungefähr so, aber. Dauer bei mir! Ja, echt. Seid alle eingeladen. Nee, gut, aber du warst hier in Hamburg, bist hier ziemlich viel aktiv gewesen. Der Grund ist dieses Album, was ihr zusammen gemacht habt. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Bei dir ist das ganz spannend, finde ich, dass die Leute, wenn sie das Ganze sehen, deinen Namen lesen, sie vielleicht auch ein bisschen darüber informieren, dann sich versuchen, ein Bild zu bauen. Du aber viel mehr Hip-Hop bist und viel mehr Hip-Hop auch erlebt hast, auch gerade in der letzten Zeit, als es denen da draußen vielleicht bewusst ist, oder? Oh. Mitten ins Getränk.
mitten ins Getränk. Ja, den Leuten ist es schon nicht bewusst, wenn sie mich sehen. So meistens denken sie, okay, Alex Prince oder unter Alex Prince. Damals kannte man mich, jetzt offiziell Alexandra Prince. Das ist halt mein richtiger Name. Und nicht Prince, sondern Prince. Ich rede zu viel. Anyway. Und hab halt... Entschuldigung. Ich hasse das, wenn ich so bin. Egal. Vergiss es. Delete that. Nee, fangen wir nochmal von vorne an. Und war mit Sam halt eine Weile auf Tour. Das hat mir halt so den nötigen Ausgleich gegeben, weil wenn du immer im House-Dance-Bereich unterwegs bist, ist das echt anstrengend irgendwann. Immer alles ab 128 BPM laut und es wird immer schneller und schneller, jetzt wie bei Durst bei uns in unserem Projekt. Und ich habe das echt genossen. So, die Zeit mit ihm war echt delikat und die Jungs im Bus mit der Liveband. Es war immer sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Du hast auch klare Busregeln aufgestellt, habe ich eben im Vorgespräch schon gehört. Ich war halt immer ein bisschen zickig. Ne? Ich habe immer gesagt, die Hexe ist an Bord, aber es war wirklich echt geil. Keine Groupies. Keine Groupies. Echt, ja. Ey, das geht gar nicht im Tourbus, geht gar nicht. Das wissen meine Jungs auch. Ich bin eigentlich sehr, sehr tolerant, aber manchmal sage ich, Entschuldigung, Ausweis. Yeah. Weil die Mädels stehen ja dann auch vorm Bus und die geben wirklich alles. Zunder. Ja. Fehlt noch, dass sie sich die Strapse bis zum Hals hochzieht. Also es ist wirklich, also habe ich auch gesagt, nee, mache ich nicht. Nee, dann bin ich, dann habe ich, aber ist jetzt nicht so, dass da die Hölle los war, aber draußen waren halt Mädels, die rein wollten. Ja. Und ich habe echt gesagt, willst du das? So, du bist da, aber ich will jetzt nicht, ich bin jetzt auch keine Heilige, ich habe auch schon so meine Dinge hinter mich gebracht. Aber Hip-Hop ist für mich halt echt ein wunderbarer Ausgleich zu der Dance-Elektromucke, die so, ich mache. So wie bei mir das andere so. Mhm. Und da ist dann wieder der Schnittpunkt. Wie ist denn, wenn ich mir das vorstelle, ihr beide im Studio und dann so ein bisschen zwei Welten, die sich irgendwo in der Mitte treffen, der Aufbau des Alltags, wie kommt man auf so ein Projekt am Ende? Was sind die musikalischen Einflüsse, wie ist die Arbeitsweise? Ich verstehe schon, erstmal 6 Wochen lang nur feiern gehen direkt auf dem Kiez und dann... Nee, gar nicht. Das ist beides zur gleichen Zeit passiert ist. Also wir feiern und machen dabei Musik. Das ist also die besten Partys machen wir eh im Studio. Okay. Ganz oft mit allen Leuten schon. Frag mal Tropf, Alter, aber wie geil ist das? Wieso? Wir haben letztens, Mann, er war so geil, um 3 Uhr hatten die eigentlich, mussten die weiter, er war mit Materia irgendwie da, nee, mit Masimoto. Und dann hat er um 3 angerufen, können wir nicht ein bisschen später losfahren? Also kommst jetzt sofort her. Und Dead Rabbit auch, mega Party. Nee, wir feiern, machen dabei Musik und das ist halt dann Durstlöscher. Also ja. Es ist wirklich, kommt so aus dem Herzen und aus dem Alkohol. Man muss einmal mit uns gefeiert haben, um das zu verstehen. Ja, aber die meisten haben es auch schon. Sind immer die besten. Wollte ich gerade sagen, ihr habt ja auch ja schon alle eingeladen, dass sie feiern kommen können, wenn ihr wollt. Ihr wisst jetzt ja ungefähr, wo sie sind. Ja, wenn sie alleine da ist, wäre ganz nett. Ey, mach ich auch. So, ich will so Alex geht, so, ey, kommt. Ich komme am nächsten Tag ins Studio, Zerstörung pur. Ist okay. Hm. Gibt es denn eine klare Aufteilung Produktion, Texte? Der Mann, ich bin die Frau. Irgendwie ja, so? Stimmt doch gar nicht. Ich koche ja wohl die ganze Zeit im Studio. Ja, dann das ist eine moderne Beziehung, wo der Mann kocht. Ey, du Arsch! Ja, so wie John von John und Rashid wollte gestern meinen Schniepel anfassen. Er meint den Dutt, ey. Toll. Nee, was war die Frage jetzt nochmal? Klare Aufgabenteilung. Achso, nee, also am Anfang war es schon so, als wir uns zusammengetan haben, da als wir noch diese englischsprachigen Sachen gemacht haben, kam ich mit den Beats komplett und sie komplett geschrieben und gesungen. Dann, als wir Durstlöscher angefangen haben, hat sie auch, die kannte da schon, konnte schon davor ein bisschen produzieren, da habe ich sie aber auf Cubase gebracht, durch die harte Melche Schule gepeitscht. Ja, viel Pöbelei, viel Schimpfen. Ja, nee, aber es ist viel Ungeduld. Jetzt mach doch mal, wo ist das nochmal? Mann, das ist da oben. Aber ich hab's gelernt, ich hab's schnell gelernt. Super. Also wir haben uns sehr viel gegenseitig beigebracht. Mittlerweile schreibt sie mit mir zusammen. Und genau, das ist jetzt 50-50 auf jeden Fall. Ja, 50-50, kann man schon sagen. Gleichberechtigt. Ja. Jetzt habe ich mir das natürlich ein paar Mal angehört, Texte angehört, Musik angehört. Ja, ganz, es gibt eine Frage, die mir so ein bisschen auf den Nägeln gebrannt hat. Das Ding heißt Durstlöscher, ihr nennt euch Firebeast, ja, die Titel der Texte, der Tracks sind manchmal ein bisschen, also für mich so auf den ersten Blick so, warum nenne ich einen Track jetzt so? Inhaltlich
Ist es tiefgründig oder überhaupt nicht tiefgründig? Ist es doppeldeutig oder überhaupt nichts? Ohne irgendwelche? Was würdet ihr sagen? Also eigentlich zum Anfangs hatte ich voll Bock auf dieses Doppeldeutige auch. Durstlöscher und so, macht den Mund auf und so ein Scheiß. Dann haben wir uns echt innerhalb der 2 Jahre extrem auch weiterentwickelt, dass ganze Songs dann doch geworden sind, also wirklich so klassische. Du hast mich dann irgendwann gelassen. Ja, sie, also das Ding ist, eigentlich war es so, wir haben den Beat gehabt und dann hat sie gleich voll geschrieben. Ich so, oh, interessant, das Wort ist geil und das so können wir lassen. Ja, den Rest raus und dann wieder neu aufgebaut. Ja. Firebeaster ist ja zum Beispiel so ein richtiger Song auch. Also, das ist immer mehr. Das ist neue deutsche Welle lastig, finde ich. Ja, ja. Und da, das ist aber auch eine Weiterentwicklung. Und nicht mit Absicht, sondern davor. Jetzt hat es die Doppeldeutigkeit ein bisschen verloren. Ja. So, wir weiß nicht. Aber auch nicht mit Absicht, gar nichts. Einfach schon, so, wenn die Leute das denken. So, ach. Also ich habe meinem Sohn einige Songs vorgespielt und er saß vor mir und meinte, Mama, also irgendwie klingt das ja, weiß ich nicht. Irgendwie klingt das schweinisch, aber ist nicht. Ne? Dann ist es nicht. Das ist ein Spaßprojekt. Und klar, hart habe ich ihn jetzt nicht unbedingt vorgespielt, aber es gibt, ja. Und dann noch, ja, der hat auch YouTube wahrscheinlich. Ich glaube, auf dem Schulhof ist mehr los als auf unserem Album, glaubst du mir. Ja, und ich finde es auch gut so. Wir sind halt, ich mag den Wortwitz. So. Was sind die musikalischen Einflüsse? Ich meine, wenn man da rangeht und du hast eine andere Vergangenheit, für die man nicht draußen sieht, und dann kommt so ein Sound dabei raus, dann muss ich doch erstmal vorher ein paar Platten durchgehört haben. Nee, also bei mir sind es die 80er, bei dir wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ganz klar 80er und ne, die Liebe zum harten Beat auch. Ich finde, wir hören es auch überhaupt nicht modern an oder so, sondern schon ein bisschen eigen. Ist jetzt auch nicht so der modernste Elektro-Sound, zum Beispiel Firebeaster ist... Ja, 80er. Und also nur da. Ein bisschen schneller. Ja. Nur ein bisschen 80er schneller. 80er schneller und in 2012, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man an sowas rangeht, ihr seid Künstler, erfolgreich, habt aber, wie ich auch schon gehört habe, sicherlich auch mal schon gute und mal vielleicht nicht so gute Zeiten mitgemacht. Ja, Künstler. Das gehört halt dazu. Dann geht man an so ein Projekt und 2 Jahre Zeit sind vergangen, dann wird man doch bestimmt auch, oder habt ihr bestimmt auch versucht, das Ding vielen Leuten zu zeigen, um vielleicht auch das Bestmöglichste damit hinzubekommen. Wenn du schüttelst gleich schon den Kopf. Also Labels jetzt? Ja, Labeltechnik. Okay. Und das ist meine Frage so ein bisschen. Wie haben die Leute auf das reagiert, als ihr so internen Kreisen, den Machern so das gezeigt habt? Immer gut und nie wieder angerufen. Aber also einige. Labels, ja? Ja. Nee, die waren sofort begeistert eigentlich, aber haben alle sich nie wieder gemeldet. Eingeladen und dann nicht mehr gemeldet. Die Drecksäcke, nein, aber du weißt ja, wie es ist. Die Politik bei den Labels, du weißt, wie das ist. Einige sitzen auf dem heißen Stuhl, kämpfen um ihren eigenen Job und wenn sie dann ein falsches Projekt reinholen, dann sind sie. Also ich bin niemandem böse. Ist so, wie es jetzt läuft, ist es genau voll richtig. Okay. Wie läuft es denn jetzt? Wir haben bei Fairy House gesigned, das ist ein kleines Hamburger Label. Und das ist sehr familiär dort und ist klein, also ist, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Muss jetzt nicht auch Major sein, sondern die sollen jetzt einfach nur ihr Bestes geben. Und wenn man ein gutes Produkt hat, was ich glaube, dass sie es haben, sollte es doch irgendwie auch mit einem kleinen Label klappen. Außerdem haben wir einen super Deal gekriegt. Wollte gerade sagen. Also ich sag jetzt nicht... Vertragsdetails gehören ja nicht hin. Aber. Wir haben auch noch eine super Booking-Agentur, die sich auch noch echt ins Knie... Supraton. Also der Agger reißt sich echt den Hintern auf und packt uns auf die derbsten Partys, wo ich richtig Schiss habe aufzulegen. Hallo Nature One. So, aber ich liebe Herausforderungen und ich denke einfach,
jetzt können wir es den Leuten beweisen. Und soll ich mal sagen, wenn es nicht klappt, haben wir echt eine mega Zeit gehabt. Ja, also. Dann kann ich immer noch Jazz machen. Aber was heißt, wenn es nicht klappt? Also ich sehe, wir machen ja noch ein zweites Album. Ja. Manche Sachen klappen erst später. Ich würde jetzt das gar nicht so ausdrücken. Ich gehe da gleich rein. Ich sehe das sogar eher positiv. Ich sag einfach, ich habe eine gute Zeit. Ob's ich bin ja, klar. Ne, ein Realist. Das kann klappen und es kann nicht klappen. Komm, ich noch mal ganz kurz wieder mit einer Frage oder einer Anmerkung. Ich glaube, dass auch so ein Projekt weniger darüber funktioniert, dass es jetzt den klassischen, dann vielleicht auch aus dem Hip-Hop immer so in erster Linie gesehenen Weg Verkauf, Chartplatzierung, Position und dann Tour und sowas alles. Und das, was ihr da macht, das ist ja dann eher so, wie du schon sagst, die Bookings und über eine lange Strecke die Namen machen. Wasser. Richtig. Also schon so ein bisschen Aufbau, künstlermäßig, aber trotzdem auch voll schnell ganz viel. Ja. Voll schnell ganz viel. Ich weiß auch nicht, ey. Ich lasse mich jetzt auch einfach überraschen. Wir machen das und es macht Spaß und Charts sind eh egal, schon immer gewesen. Natürlich freut man sich. Ich bin auch anderes. Fühlt sich gut an, wenn man ganz oben in den Charts ist. Ja. Ja. Und das ist genau wie auf die Vita schreiben. Das sieht immer ganz schick aus. Ja, ja, super. Findest du scheiße? Ist voll eklig, eine Eins drauf zu schreiben. Ist ja voll schrecklich. Wie muss man sich das vorstellen? Kann man denn mit euch jetzt dann auf jedem Festival welcher Art rechnen? Wo kann man euch finden? Wo kann man euch sehen, mitfeiern? Also wie gesagt, Nature One jetzt ist das Größte. Schon eine Ansage. Es ist voll, ey. Wenn du um die Ecke bist, kommt vor beide. Ja. Schreiben wir dich auf die Gästeliste. Sehr schön. Ja, wenn, dann möchte ich gerne direkt oben in der Mitte stehen und dann... Ja, genau. Genau, so auf Groupie und sowas. Ja. Auch gut. Nee, dann halt diverse Clubs, ne, die wir jetzt abklappern. Morgen im H1. Wir sind ja jetzt Elektro-DJs. Ja, das ist ganz wichtig. Auf einmal. Aber wir sind gut. Ja. Ist also mit dem S4 ist eh voll easy. Der ist super. Der ist eine geile Erfindung. Also, wir lieben den super. Sound auch. Also ist jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwas machen, was wir nicht wollen, sondern es macht Spaß, wir stehen auf den Sound, gehen auch megamäßig ab, selber, als wenn wir da und selber Gäste wären. Ja. Gibt es dann dazu dann aber auch sowas wie eine Clubtour selber noch, die entstehen wird? Wird vorbereitet. Auch so mit Live-Gigs dann. Die kommt dann jetzt zum Album und Aga hängt sich dran. Eventuell noch Vorgruppe für jemand Reizendes und das wird dann noch passen. Und wenn dann das hinhaut, dann sind wir bei allem durch. Ja, aber dann wenn das nächste Mal, gibt es kein nächstes Backspin-TV-Interview. Ey! Nein, nicht so, sondern du willst gar nicht mit uns dann arbeiten. Ach so, meinst du? Nee, okay. Ich freue mich über... Kredibilität ganz im Keller da. Da bin ich relativ schmerzfrei. Frei. Ich freue mich. Wenn Heino eine Tour macht, selbst für den würde ich Vorgruppe machen. Der füllt die Hallen nämlich noch. Aha. So viel. Es gibt doch diese Volksmusik-Stars-Tour. Oh, nee, das schaffe ich nicht. Mendler würde doch zu uns passen. Da würde ich meine gute Stube vergessen. Tut mir leid. Und ich stelle mir auch vor, wie das dann backstage laufen würde. Mit diesem Gedanken würde ich sagen, beenden wir dieses Gespräch. Ich seh schon die Panik gerade. Melbeats im Schlagerbereich. Ja, klar. Das ist dann die nächste Stelle. Mucke machen. Einfach wie gesagt, Mel Beats. Da wird sich auch nichts ändern, da bleibt alles so, wie es ist. Da wird sich nichts dran rütteln. Nee. Und ansonsten alles andere wird gemacht, wenn man Bock drauf hat. So einfach. Ich freue mich drauf. Ihr solltet euch drauf freuen. Ich hoffe, ihr geht dann jetzt alle auch noch zum Nature One und wo ihr sonst noch seht. Ich sage, Dankeschön. War nett mit euch. Wir trinken jetzt Getränke aus und das war's mit Backspin TV.